Dernbach im Westerwald, die etwas andere Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder. Uwe und Manni schlachten bereits einen Golf aus. Peter und Günther beantworten wie immer gemeinsam die Kundenanrufe. Ludolf? Grüß Gott. Naja. Nein, leider nicht. Nein. Bitteschön. Danke gleichfalls. Grüß Gott. Ist es ein Liebengott oder ist das ein Bayer gewesen? Ein Bayer, jeder hat seine Sprache. Na? Mann, du kannst schon Bayerisch. Was mit der Klappe? Die kommt auch ab? Wollen wir die zuerst abmachen? Uwe, das ist einer der allerletzten von den Modellen hier. Ja, dann mach mal. Ja. Dieses gibt wieder einen Heckwischermotor, Manfred. Und eine super Heckklappe. Ja, das ist ein 97er. Ja, mach mal auch, 97er sind meistens Schrott. Ja, aber zu der Zeit wurden die Vierer schon gebaut. Außer die Cabrios waren ein bisschen länger. Richtig? Ja. Aber die Klappe keine Kratzer machen, weil die neuwertig ist. Ja, Manfred, als Cabrio möchte ich den auch nicht haben. Warum? Der war schön. Ja, aber dann würde ich mir lieber einen Mustang Cabrio nehmen, den 67er. Wie ich ja, jeder kann sich kein Mustang leisten. Ich kann mir aber auch keinen leisten. Ein Golf 3 ist ein super Cabrio. Manfred, beschreibst du mal gerade die Klappe hier, also Hut ab Lage. Dann komm mal her, junge Frau. Dann lieber von hinten, dann sieht das nicht so versaut aus. G, ein O, ein L, ein F und eine 3. Während Uwe die ausgebaute Heckklappe auf den entsprechenden Heckklappenhaufen in Peters Lager einordnet, schlachtet Manni nach Herzenslust weiter aus. Das sieht schon besser aus, Uwe. Ja, wird langsam frei, wa? Natürlich. Ein bisschen mehr Schrott. Für ein Laie sieht dieses Auto wie Schrott aus. Für uns ist es super. Weil hier sieht man genau, die Maschine hat nichts abbekommen, hat auch gut gelaufen. Selbst zu 90% ist das Getriebe heile. Es ist total Schaden, der Wagen, wirtschaftlicher Totalschaden. Aber für uns ist er super, richtig, Uwe? Ja, für uns. Der bringt gut noch Geld. Wenn er nicht platt gefahren wäre, hätten wir den gar nicht bekommen. Deswegen sagen wir, so ein kleiner Unfall ist nicht mal schlecht. Wenn die noch 5-6 Jahre mitgefahren. Noch länger. Für die Leute war es eine Enttäuschung. Mhm. Aber für uns ist es gut, wo diese Autos platt fahren. Ja, solange die sich nicht verletzen. Solange den Leuten nichts passiert. Dann will ich das Auto, würde ich darauf verzichten. Ich sag, die Leute sollen heile bleiben, aber mal ein kleiner Blechschaden ist für uns gut. Ach, drück doch nicht die Zigarette, die hat sich doch gar nichts getan. Ach, unser Kind. Ludolf? Ja? Mhm. Ein Moment mal bitte, ja? Fiesta 3, Federbein vorne rechts. Fiesta 3, Federbein vorne rechts. Baujahr? Baujahr? Ein Moment. 94. Ja, haben wir da, muss ich nur rausholen. Haben wir da, muss er nur rausholen. Kostet gut 15 bis 20 Euro. Kostet 15 bis 20 Euro. Ein Moment, wann kann das holen? Kann sofort holen, ich hol's raus. Er holt raus, könnt ihr direkt holen. Okay, tschüss. Man kann das rausholen. Er hol es dann ab. Ausnahmsweise macht sich Peter sofort auf den Weg, das bestellte Federbein in seinem geliebten Lager zu suchen. Das war lecker. Erstmal das wegnehmen. Dann fliege ich über die Nase. Da nicht. Aber
Den Gehirnepass einschalten. Ach, da hatte ich es hingestellt. Ja, stimmt. Siehst du? Einfach Computerhirn. Steht sogar Fiesta drauf. Wenn einer liebt seine Autoteile, ist genauso, ob einer 20 mal in Urlaub fährt im Jahr, in die Berge oder irgendwo anders hin. Geht er oben rauf, hat er auch Geschmack dran. Aber ich, meine Berge sind die Autoteile. Ah, ein schönes Geruch. Ich liebe auch die Achsteile. Die riechen schön. Weil da Öl dran ist. Da ist was gefahren worden mit. Die Wagen sind durch die ganze Welt meistens gefahren sogar noch. Was ist da? Da ist sogar Geschichte dran. Wegen was soll das nicht riechen? Und ich rieche es. So ein Autoteil hat manchmal, wenn es kalt ist, so richtig kalt ist, packt es sich an, aber hat ein schönes Geruch. Wenn es warm ist, dann tun sich die Öle wieder aufheizen. Riecht es wieder anders. Für andere ist es Schmutz manche. Aber für uns ist es kein Schmutz. Für uns ist es also was richtig Schönes. Also ich möchte sterben, kann diesen Geruch auch noch riechen, wenn ich tot im Grab beinahe liege. Es ist was Pures, Romantisches, wie eine Blume, wenn man die riecht. Ach, die klemmt. Ach, super. Uwe, denk an die silbernen Blenden. Wer hat die drinnen? Die silbernen Blenden. Also, dass die Silber ist. Du scheißegal, Hauptsache können wir es verkaufen haben. Überleg doch mal, welcher Golf noch her? Die ganzen Cabrios. Ist scheißegal, mach hier den Rest beschreiben, ich komme gleich eine Ladung holen. Die Cabrios hatten da. Ja, du dolle Mann. Moment. Die hatten die silberne Blende. So, ich bin weg, bis gleich da, Manny. Und ich mach mal weiter beschreiben. Ja, aber ich bin ein Schrauber und nicht nur ein Beschreiber. Ach, ein bisschen Alexe jetzt. Einmal verdient. Und sonst alles klar, Günther? Alles bestens. Ich muss ein bisschen stärken. Der Uwe, der ist wieder drin, der ist sich wieder am Drücken vor der Arbeit. Aber das ist normal. Er ist etwas älter und dann erlaube ich ihm das. Aber ich habe keine Lust zu drücken, weil ich die Arbeit liebe. Und das ist der Unterschied. Er macht ja auch seine Arbeit, aber ich sehe ein, dass er fast 14 Jahre älter ist wie ich. Und das muss man akzeptieren. Und deswegen schone ich ihn auch ein bisschen. Ist mein Bruder. Auch wenn ich ihn ärgere, es bleibt und ist mein Bruder. Und deswegen akzeptiere ich das. Guten Tag. Guten Tag. Ich brauche eine Lichtmaschine für einen VW Golf. 89er Baujahr. 89er. Wie stark ist der Motor? Schwache Maschine, Kopf 55. So, Peter. 89er Golf 2. Für diesen eine Lichtmaschine. Haben wir da. So, dann wollen wir mal gucken. Oh ja. Ah, ich bin noch ganz müde, weißt du. Ich kann das auch mal schnell. Ich sitze vom Stuhl und bin direkt weg, bin ein Schlag. Da ist manchmal, obwohl das Wetter schöner, vielleicht ist es Frühjahrsmüdigkeit, war. Ach, hundertprozentig. Aber ich fühle mich richtig wohl. Ich könnte Bäume ausreißen. Ne? Ja? Ist der Regler noch drin? Nee, da war der Regler drin. Ja. Den müssen wir einen mitregeln. Leg da oben wieder rein, bitte. Uwechen. Mhm. Dass du nicht mehr wieder die dann dahin legst. Leg sie dann da hinten etwas weiter rüber. Da an der Kante. Da ist gut. Dann weiß ich das. Das könnte was sein. Ast rein. Das ist die richtige. Kostet? 45. Oh. Ach ja. So, so. So, einmal Lichtmaschine. Ja, eine Originale. Lager ist feste hier. Drin kann man auch. Wobei dieser hier vorsichtig anlösen, weil wenn die sich mitdreht, dann bricht er hier meistens raus. Die kann lose sein, kann trotzdem im Bügel noch hängen, dann kann die brechen. Alles mit ganz zärtlich umgehen wie bei einer jungen Frau. Uwe? Ja? Jetzt haben wir oberhalb alles fertig, das geht's unterhalb. Nur noch Achse, Auspuff und dann? Gucken wir uns gleich mal das Triebwerk an. Dieses Frontantriebwerk ist so ideal platzsparend gebaut. Guck mal an. Ja. Ich glaube, der erste war der Mini Cooper, der erste, der diese platzbauende Weise, diese mit dem querliegenden Triebwerk klein und kompakt gebaut, aus einem Grund.
klein kompakt sehen. Der Motorraum hat einen Vorteil gehabt. Er brauchte wenig Platz. Dafür hatte man mehr Platz für den Innenraum, für die Fahrgäste und den Kofferraum. Und deswegen wurde diese Bauweise übernommen. Deswegen hat auch der Golf, der Polo die Bauweise eingebaut. Und was siehst du das mehr? Heck, Front oder Allrad? Mir ist alles scheißegal. Ein Auto muss viel PS haben und muss krachen. Ja, aber das sagen wir mal, er hat viel PS. Die Leute wollen bequem sitzen. Die wollen auch einen großen Kofferraum haben. Außer braucht der Motor in der kleinen Bauweise, wir reden von unter 4 Meter, hat der einen extrem großen Innenraum. Wenn er jetzt einen kompletten Hecktriebler hätte, würde der Innenraum größer. Guck mal, alleine der BMW 1er ist ein schönes Auto. Ja. Aber hast drinnen mal gesessen? Innen drin der große Tunnel für die Kardanwelle und so weiter, nimmt viel Platz weg. Mensch, die Zitronenkiste. Hast du schon mal in der Smart gesessen? Wie groß der ist? Der Smart hat wieder Heckantrieb mit einem Heckmotor. Und was ist passiert immer? Wenn er zu schnell war, wo er kein ESP hatte, hat er sich hinten auf den Heck gestellt. Das ist aber geil, das ist wa? Das ist geil. Das ist komisch, wenn du beschleunigst, liegt auf den Heckklappe. Ah, Peter. Ach, alles klar, mein kleiner, dicker Außenrelaxer. Hast du mal gemerkt? Ja. Neue Hinterachse. Ja. Die Hinterachse neuer Auspuff. Richtig. Mhm. Wir haben eine gerade mit dem Smart diskutiert, über wie wir letztens hatten, Uwe und ich den Smart gefahren, mit diesem Hecktriebler und wo die Maschine auf den Heck war. Richtig. Haben wir diskutiert. Mir hat er gefallen, aber man hat gemerkt, dass vorne sehr leicht ist. Frontantrieb ist narrensicher. Der Heckantrieb, der macht mehr Spaß, aber ist auch komplizierter zu fahren, aber macht mehr Spaß. Mir wäre alles scheißegal. Mir auch. Aber oder Heckantrieb, Peter. Ja, aber ich kann mit jedem Auto fahren. Ich auch. Ganz ehrlich, ich hätte eine Idee. Ja. Wollen wir nicht versuchen, vom Front- und Heckantrieb zu versuchen, was besser ist, Front oder Heck? Ja. Und die Vor- und Nachteile analysieren. Ja, alles. Prüfen, richtig. Kontrollieren, Spaß haben. Ja. Jungen. Machen, Peter. Das ist das Beste. Ihr könnt beweisen, was euch gefällt, mir gefällt. Ich bin der Schiedsrichter. Ich stelle das schon eine These. Ja, aber dann reell, Hey, hör zu. Der Mönch darf sich sogar aussuchen, wie er fahren will. Ich stelle das eine These. Heute schon voraus. Der Frontantrieb lässt sich überall leichter durchfahren. Aber der Pfannen ist mehr bei den Hecktrieblerbetten. Ja, wir werden schon sehen, was besser ist. Von vorne oder von hinten. Denn bevor die Ludolfs die Diskussion über Front- und Heckantrieb weiter vertiefen, müssen Manni und Uwe erstmal weiter den Golf ausschlachten. Das sind die großen Schneider. Kurz noch vorne, ja? Hey, lass mal voran, oder? Die Ratschenschlüssel, die sind fantastisch, richtig? Sind geil. Die sind ihr Geld wert. So, Mann, die machen wir die Federbeine noch los. Dann haben wir gleich wieder geschafft. Lass langsam Jucke. Noch klappt mir nicht frei, ja. Ja, das ist gut. Geht gut raus. Ja, haut schon mal wieder hin. Wieder ein Fahrwerk auseinander, wieder ein Autoblatt. Da bewundere ich immer die kompakte Bauweise des quer eingebauten Frontantriebmotors. Ich habe im engsten Raum mein ganzes Triebwerk. Im engsten Raum. Ja, Lenkung, alles in einem System. Ausnahmsweise war, das stimmt schon. Da guckt er das an. Stoßdämpfer, Lenkung, alles in einem Bereich. So. Guckt das an hier. Lenkung, Antriebswellen, Differential in Getriebe in 1. Es ist sehr einfach, das System. Ja, wieder ein Fahrwerk weniger, aber Manfred. Das System kann man auch aus Kostengründen fahren, weil das schnell und simpel war, als wenn mehrere Aggregate einzeln verteilt war. Ja, Manni, wollen wir weitermachen. Peter ist auf dem Weg in seine Schatzkammer. Hier lagert er Tausende von Modellautos. Jetzt will er ein Modell mit Heckantrieb und eins mit Frontantrieb für Manni raussuchen. Das schöne Rote. Ah, ein BMW und die schöne Farbe. Diese hatte ich immer geliebt. Ah, Audi, Frontantrieb, A4. Mini liebt doch Audi. Da wird er sich freuen. Ich habe damals ein Mädchen gehabt, ein süßes Mädchen, die ist Christa. Das war in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre. Das ist schon über 40 Jahre her. Die hat mir ein kleines Auto geschenkt. Eine kleine Variant. Ich habe sie ein Küsschen gegeben. Klar, wie wir Jungs sind. Dann fing erst die Leidenschaft an. Habe ich immer weiter gesammelt.
Ich habe nicht nur diese paar bisschen Autos. Ich habe noch tausende mehr. Nur eben so verpackt, dass ich noch nicht rankomme. Dieses Haufenprinzip ist ganz einfach. Ich habe draußen, meine Halle ist ein Haufenprinzip, dann will ich auch ein Haufenprinzip hier drinnen haben. Also habe ich drinnen und draußen ein Haufenprinzip. Gefällt mir besser, ich kann besser überblicken, sehe ich das Auto, ist nicht versteckt, hinter Ecken gestapelt oder so schön eingestapelt. So sehe ich drauf, ach, das Auto, das macht doch was Schönes. Draußen, wenn ich mein Haufenprinzip, wenn das alles in Regalen wäre, könnte ich überhaupt nicht sehen, nur ein paar Teile vorne. So sehe ich fast alles. Das ist der Haufenprinzip. Ich weiß, wo alles liegt, auch bei den Autos hier. Ach ja, ja. Ah, lecker Schokolade. Alles klar? Naja, selbstverständlich, Mann. Alles. Okay, Peter. Ruhigchen. Ja. Du bist wieder am Futter, wa? Wolltest du noch was? Schokolade haben? Jo, ich sag nicht nein, wa? Das ist ja nicht mehr ich will drin, keine wa? Schokolade haben, die machen nur dick. Das ist die ganze halbe Schokolade. Der ist doch so das immer. Das kannst du behalten, Peter. Ja. Guck mal, ob Manny. Alle, ich habe für dir was Besseres. Du hast auch was, aber keine Schokolade. Du wirst mir jetzt mal erklären, was Front- und Heckantrieb bedeutet in spielerischer Art. Ja, wie das zeigt. Warte, ich habe was geopfert. Manni, ein Audi. Ein A4, ja. Du liebst ja Audis, VW, BMW und Mercedes und andere, so weiter und so weiter. Richtig. Ich muss ja bei dir sagen, gell? Ja. Was erinnert der dir hier? Ha? Ganz einfach. An Rot 3000, Vaters und Mutters Lieblingsfarbe. Ist dann pack schön. Mal die Dinger aus und zeig mal, was Front und Heck ist. Mal, Uwe. Mach in spielerischen Sinne bedeutet mir nicht. Sowas, Uwe. Mach mal, Mini. Du bist ja beim Pumpfach hier. Okay. Mhm, gut. Zeig mal. Hier. Ganz einfach. Hier kann ich sehr gut erklären. Hier haben wir ein A4 mit einem Frontantrieb. Und hier haben wir ein Z4 BMW mit einem Heckantrieb hinten. Können wir sehr gut das mal vergleichen. Wie funktioniert das? Ich drücke den Wagen, ich ziehe ihn nicht, ich drücke ihn. Dann kann aber auch in die Kurve vorkommen, wenn ich lenke, dass er über die Räder schiebt, weil ich ihn ja schiebe. Er wird geschoben, er wird nicht gezogen. Im Gegensatz zum Audi. Den schiebe ich nicht, den ziehe ich mit den Fronträdern. Deswegen, wenn er auch mal in Schlingern kommt, tut er sich ja vorne wieder stabilisieren. Oh, ich hab mal eine Idee. Komm, wir machen ein Wettrennen. Komm mal her. Mach du mal alleine. Ich bin eine Quietsch. Komm mal her. Da quietsch mal. Da quietsch doch mal. Oh, Mama Mia. Mach's mit und gib das. So sieht einer, wenn er durchdreht. Ja. Den hat Mama Mia. Theoriestunde mit Modellauto. Doch Manni hat noch lange nicht genug erklärt. Uwe, und jetzt gibt es ja zwei Arten vom Frontantrieb. Einmal der quer eingebaute, wie hier bei den Golf oder so weiter. Und dann gibt es aber auch die Alternative, der aber auch mehr Platz braucht, der längst eingebaute, wie zum Beispiel beim VW Passat, ganz einfach zu folgen, B32 oder der B3. Es gab ja aber der 35er i hat den quer eingebaute Passat, wie auch der aktuelle quer. Es bringt Platz. Das habe ich persönlich, ich hatte zig Passat, ich glaube 15 Stück, ich habe es persönlich gemerkt. Ich hatte den ganz alten Passat, ich hatte den 32B, plötzlich habe ich dann den 35er gehabt und da habe ich gemerkt, ich habe auf einmal einen Platz wie ein 7er BMW oder so drinne. Unmöglich, der Wagen ist so klein, war nicht viel größer wie der B32, aber im Innenraum, der war enorm. Ich hatte weniger Platz für den Motor gebraucht und durch den Quereinbau. Und dann kam wieder natürlich der Nachfolger, der B3. Hat der Motor wieder längst eingebaut. Warum? Ja, das gab immer die Probleme mit den Partnern, mit der Familie kann man sagen, mit den Audi. Da haben sie eine Zeit lang zusammengearbeitet. Da war ja der Passat und der Audi 80 das gleiche Fahrzeug. Hatten sie auch bei den ersten Baureihen, auch wie zum Beispiel, so nennen wir den allerersten Passat, das war so, oder auch der B32, hat sich das Triebwerk mit den Audi geteilt. Das baugleiche Triebwerk. Aber dann haben sie am Ende gesagt, okay, wir wollen mal ein bisschen eigenständig sein. Und dann haben sie den 35er Typ gebaut. Extra eigenständig den Quermotor. Und nachher haben sie wieder gesagt, okay, es ist doch kostengünstiger, wieder Baukasten zu nehmen. Und dann haben sie den B3 genommen. Und das ist wieder baugleich mit den A4.
Und dann gab es wieder das Durcheinander, die wieder trennen, die wollten sich auch die Verkaufsräume trennen. Dann haben sie wieder bei den aktuellen Passat die Trennung gemacht, den Quermotor. Und der A4 hat immer den längst behalten. Und das war das Durcheinander, auch ein bisschen untereinander. Ich bin ein bisschen mehr Luxusklasse, ich bin ein bisschen mehr Bürgerklasse. Und das war auch viel damit zu tun gehabt, Image und so weiter, untereinander. Für Manni steht jetzt ein ganz besonderer Programmpunkt auf der Tagesordnung. Und dafür hat er sich sogar extra schick gemacht. Der Wagen ist das Dreivierteljahr. Ich komme hier nicht mehr raus, weil deutsche Schrottautos ist zugestellt, komme ich nicht mehr raus. Und deswegen lasse ich ihn jede Woche einmal laufen, aus einem Grund. Der Motor muss durchlaufen. Besonders wichtig das Automatikgetriebe. Feige am Ende mal ein oder zwei Zentimeter oder auch mal einen halben Meter vor. Das ist auch wichtig. Ich drehe die Lenkung links und rechts, dass sie auch mal arbeitet. Die elektrischen Verbraucher benutze ich. Und ich lasse nachher auf eine andere Stelle stehen, dass der Reifen sich nicht platt stellt. Und weil ich auch keine feuchte Garage habe, brauche ich nichts machen. Ich tue am Ende mit der Heizung mal warm werden lassen. Aber wenn eine feuchte Garage hat, sollte Katzenschreu auf dem Fußboden entstehen. Das ist gut. Dann kann Auto stehen ohne jede Gefahr. Aber das wöchentliche Laufen lassen sollte man machen. Und das kostet auch in Stand kaum Sprit. Auf, mal zu. Auch das Schiebedach wird auch geöffnet. Wieder zu, dass der Motor nicht festfährt. Dann natürlich auch mein Checkkontroll. Da kontrolliere ich alles nochmal nach. Mein Multimedia Interface. Informationen. Nächster Service in gucken. Nächste Wartung um 14.000 Kilometer. Ich habe 6.470 Kilometer in 3 Jahren gelaufen. Im Normalfall wären das gut und gerne 6 Jahre. Aber rechnen wir mal aus. Die letzten 9 Monate hat er 4,5 Meter gelaufen. 14.000 Kilometer darf ich fahren. 1 Kilometer sind 1.000 Meter. Geteilt durch 4,5, wie viele Jahre? Ich will gar nicht mehr, wie viele Jahre das sind. Mann, der wird ja uralt. Da kann ein Dinosaurier werden. Mann. Meine Hupe geht auch. Ja, die geht. Das ist gut. Fantastisch. Manfred! Ja? Ja, wenn er nicht rumspielen kann, ist er nicht glücklich. Was rumspielen? Ich lasse ihn einmal in die Woche laufen. Du weißt, ja. Das letzte Dreivierteljahr habe ich höchstens 4,5 Meter fahren können, weil alles vollgestellt ist. Aber wir wollen doch was anderes. Guck doch mal an, hier ist alles voll. Ich komme das ewig nicht raus. Ich habe die letzten Dreivierteljahr 4,5 Meter gefahren. Und meine Wartungsanzeige zeigt 14.000 Kilometer an, oder 14 Millionen Meter. Und 4,5 Meter in Dreivierteljahr, das wären 6 Meter. In einem Jahr? Rechnet ihr das aus? Wie viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende von Jahren ich brauche? Ja, Manni. Ja, ich will ja auch irgendwann ja meine 255 Quadro PS mal bewegen. Nicht nur stehen lassen. Das weiß ich schon, Manfred. Aber hier stehen noch Fahrzeuge vor. Die müssen erst weg, alle. Richtig. Das bedeutet, dass ihr die Fahrzeuge ausschlachten müsst. Auf jeden Fall. Und wenn ihr sie ausschlachten müsst, müssen wir Platz kriegen. Richtig. Also, zeig ich dir mal was. Okay. Komm mal mit, Jungs. Uwe, du bist aber langsam heute. Ja, ich muss mal langsam anlaufen. Zeit läuft heute wieder überhaupt nicht. Nee. Ach, ja. Jungs, ihr wisst ja genau, wir haben hier die Regale hin. Ja, dass die Regale liegen, das weiß ich. Die liegen da gut, Peter. Sehr gut. Vorsicht mit dem Wasser, das rüberkommt. Vorsicht mit dem Wasser, ja.
Ey, die sehen ja noch neu aus, wa? Die sind ganz neu. Uwe, hier sind die neuen Regale. Ja. Das seht ihr ja. Die baut ihr jetzt auf. Dann könnt ihr da innen Raum alles besser machen. Ja. Dann kommen auch die Wagen besser rein und alles. Also, für euch ist die Aufgabe, die Regale aufzubauen. Richtig. Aber bevor wir die Regale... Dieses Jahr oder nächstes Jahr? Unmittelbar. Uwe. Unmittelbar. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Der ist so faul. Ja. Der ist so faul. Da musst du gerade sagen. Jetzt hätte euch gerne ja mitgeholfen mit dem Aufbauen. Ja. Der will wieder schlafen. Hat überhaupt nichts mit meinem Schlafen zu tun. Meine Knie sind kaputt. Ich meine kann das auch. Peters Wunsch ist Uwe und Manni Befehl. Der LKW wird in die Halle buxiert, damit auf dem Hof die ersten Regale aufgebaut werden können. Immer kommen! 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 Immer kommen! Kommen! Langsam kommen! Kommen! Langsam kommen! Langsam! Halt! So Manni, jetzt sind mal oben die Eisendinger da runter. Ist doch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir probieren es aus und ja, der erste Teil wieder steht, der Rest ist ein Klack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wir müssen nochmal durchzählen. 20, 20 oder 21? Moment, 1, 2, 3. Ach, Günnerchen, überleg mal. Jeden seine Tätigkeit, jeder macht, was er kann. Natürlich. Aber wenn einer fehlen würde, egal von der Putzfrau, Toilettenfrau oder Mann oder Arzt oder irgendwas Elektroniker oder der Arbeiter, da fehlt was. Guck mal, die müssen Regale bauen, die der Uwe, Manni. Ich muss das Gehirn momentan sein. Da ist ja unten jetzt. Nee, das ist jetzt oben, würde ich sagen. Nee, oben ist ja, oben, was würdest du sagen? Na, Peter, so relaxed. Gibt's nur eins. Er träumt vom Essen. Falsch rum. Wir brauchen erstmal die 13er, wie sie wir hier haben. Genau. Während Uwe und Manni sich mit den Regalen abmühen und Günther das Telefon bewacht, probiert Peter ein neues Kartoffelsalatrezept aus. Statt der üblichen Mayonnaise soll etwas Gesünderes her. Ich habe einen Vorschlag gekriegt, die Kartoffeln zu kochen, Zwiebeln etwas größer zu lassen, normalerweise mal kleiner, dann noch ein Gewürz, man sieht es ja, und dann zum Beispiel Tomaten zuletzt rein und damit Olivenöl und mit anderen Ölen und so weiter anreichern. Und dann will ich mal probieren, ob es wirklich lecker schmeckt. Jeder Bauer, was noch nicht auf den Teller gekommen ist oder so, ich gebe so ein Sprichwort, der muss erst mal probieren das, ob es wirklich schmeckt oder nicht schmeckt. Da sind schöne Tomaten noch fest. Kann auf vielen anderen Sachen verzichten, aber auf Tomate nicht. Ich muss jede paar Monate wenigstens mal in 3-4 Tage mal in einem Monat Tomaten essen, wenigstens. Ich lasse jede Woche Tomaten mitbringen, weil die Tomate unwahrscheinlich lecker ist. Die Tomate ist eine Frucht wie die Kartoffel, wie die Nudeln, wie der Reis. Das ist kein Zusatz, das ist ein Hauptmahlzeit. Deswegen muss die Tomate da sein wie der Apfel oder die krumme Banane. Tomaten. Komm, los, Uwe. Eins, zwei, drei und fertig ist die Schrauberei. Es wird auch schon langsam dunkel und die sind noch immer an die Regale dran. So, erstmal die Zwiebeln rein. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Dann kommen die leckeren Tomaten. So, Olivenöl kommt von den schönen Bäumen. Die Bäume werden manchmal 100 Jahre alt und noch älter. Ach, so was Leckeres kriegt man doch selten. Habe ich noch nicht so probiert, aber wollen wir gucken. Wenn alle Südländer so alt geworden sind, dann werde ich auch älter. Es ist schwierig.
Ich muss gleichzeitig das in ein Stück reinkriegen. Ja. Ja. Also, mal los. Okay. Ach, rein. Klasse. Geil. Super. Vorsichtig. Keine Kratzer machen. Gut, da war's. So, Manfred, das haben wir geschafft. Ja, das reicht für heute. Wisst ihr was? Das können wir die Tage zusammen aufbauen. Wisst ihr was? Wir verdrücken uns. So. Wollen wir mal probieren. Also sehr, sehr lecker. Unbekömmlich. Es ist leicht. Jetzt geben die Jungs auch mal was ab. Uwe! Manfred! Essen kommen! Sense für heute. Peter, Uwe, ich hab jetzt was Leckeres für dir. So eine Art, zum Mittagessen ein Kartoffelsalat. Uwechen, hier. Kartoffelsalat ist hier. Guck mal hier, der Salat. Guck mal, Basilikum obendrauf, das Blättchen. Da sind Tomaten und Zwiebeln und Kartoffeln und eine leichten Ölsorte nur. Und mit Essig noch etwas Salz. Ich sag mal guten Appetit, wa? Dankeschön. Auch guten Appetit an alle. Dankeschön, guten Appetit auch miteinander. Weil es dazu fehlt, ein Stück Fisch oder irgendwie so ein kleiner Happen bei. Ja, Fisch. Aber sonst der Salat ist weg, habe ich nie mitgerechnet. Sehr lecker ehrlich sogar. Ehrlich. Erstmal das nett. Das hier war schmeckt. Uwe sagt die Wahrheit immer. Das war nicht lecker. Das schmeckt mir nicht, aber das schmeckt echt lecker. Da kann man dann echt mal ab und zu mal essen. Das heißt ja was. Peter? Ja, Manni? Heute war ein wunderschöner Tag. Wir haben den 97er Golf geschlachtet, mein A6 schön durchlaufen lassen und 4 Ständer für die Regale gebaut, richtig? Ja, Manni. Morgen freue ich mich richtig, den Vergleich zwischen Front und Heck antreten. Manni, das werden wir schon sehen. Ob von vorne oder von hinten am besten ist. Aha. Schlaf endlich. Gute Nacht. Gute Nacht. Träum süß, Manni. Endlich starten die Brüder zum großen Front- gegen Heckantriebsvergleichstest. Manni fährt einen Audi mit Frontantrieb und Uwe hat sich einen Mercedes 190 mit Heckantrieb vom Hof genommen. In einem nahegelegenen Kieswerk soll die Ludolf-Testreihe beginnen. Ach, wunderbar! Sieht das hier schön aus? Macht sich igittigitt. Soll ich dir helfen, Peter? Nee, klappt, danke schön. Sehr gut, du bist spitze, Peter. Sieht das herrlich aus. Der läuft wie eine 1, der Audi. Sieht das herrlich aus, sind das Berge? Das sind Berge, ich hätte das andere Berge lieber. Was ist das da? Ein Gebäude neu. Volle hier. Uwe, das ist ein neues Gebäude. Ich! Neuer. Ich hab Latschen an. Ein paar Toffeln hier hin. Die Säcke. Ich hab aber heute Strümpfe an. Ja. Das ist herrlich. Du willst da hoch, Peter? Ja. Oh, oh. Am liebsten ja. Doch dafür braucht Uwe professionelle Hilfe. Tag. Hallo. Guten Tag. Hi. Hi. Ist das hier schlammig schön, gell? Ja. Ha! Spielplatz für Kinder und für Erwachsene ebenso. Ja, wir Kinder, Haribo. Wir sind immer noch Kind geblieben, alle. So, kann ich mal nicht da hochgucken und befehlen den? Ja. Nun muss einer hochfahren. Hält es mir überhaupt aus? Das hält dich aus. Oh, ich glaube, ich kann mal hoch. Bestimmt, ja. Ja, dann fahren wir. Okay, dann geht mal in die Luft, Peter. Das ist das Sicherheitsgitter. Jungs, jetzt geht's hoch, Uwe, Manni. Du musst den Knopf drücken. Jungs, tschüss. Wenn ich ein Standzeichen gebe, dann sag ich ab und dann fährt er los. Klar, Jungs. Herrlich. Ah, fantastisch. Wenn man sich das alles anguckt. Ach, unser Turm. Mühlenheim Kärlich. Das ist unser Atomkraftwerk. Jungs. Das Schlimmste ist nur das Anhalten. Ihr setzt euch ein Auto und fahrt mal 1-2 Runden. Ich will noch mal sehen. Ich gebe euch das Startzeichen. Setzt euch rein, Jungs. Ein, zwei und los! Ja, der Frontantrieb hat bessere Anfahren. Jetzt gehen wir in die Kurve.
Mann, hat der Power, Jörn! Was der ein Power! Der Heckantrieb geht besser in die Kurve. Der Frontantrieb bricht richtig aus. Das hat er aber nicht gedacht. Fantastisch. Mann, ich will wieder angeben. Ah, setz dich quer. Und wenn ich dein Auto rutscht weg zu schnell, weil es zu leicht ist hinten. Jetzt gehen ich gleich wieder in die Kurven. Ja! Jetzt geht auch der Uwe, der macht ja wie Sau fährt er. Jetzt kommen die dicht zusammen, dichter zusammen. Ja, ja. Uwe ist ein Ferkel. Noch mehr Power, Power! Uwe geht fast in den Kram. Jungs, stehen bleiben! Stehen bleiben! Ha! Fantastisch! Ha! Da hat also der Heckantrieb, der Mercedes gegen den Frontantrieb gewonnen. Du sagst, wolltest du mich nicht durchlassen? Weil ich lasse, du trägst ab! Ja, aber ich will ja nicht das Heckplatt machen. Jungs, jetzt haben wir genug Spaß gehabt, gell? Ja. Hier auf dieser Strecke. Das wäre mir langweilig. Wir sind doch mal früher da hinten gefahren, weißt du, mit dem Jeep gesprungen und alles. Sollen wir das nicht machen? Ha? Ja, das wäre nicht schlecht. Hast du ja, wie hat deiner sich gehalten, Manfred? Gut, das sieht das wieder eins. Aber richtig. Aber sieht ziemlich dreckig aus, wa? Also ja. Siehst mal, wenn du mal. Auf jeden Fall. Fantastisch! Ha, herrlich! Ha, ha! Ha, hier oben fühle ich mir wohl. Hier kann ich lachen, hier kann ich spielen. Jungs! Ja. Ich dachte, ich war durchgeschüttelt. Mit dem Kind muss ich aufpassen, sonst habe ich kein Kind mehr dran. Zweiter Teil des Ludolfschen Vergleichstests. Die Brüder wollen auf noch schwererem Gelände die Vor- und Nachteile von Front- und Heckantrieb unter die Lupe nehmen. Ach ja, Manni. Oh, der lässt sich schön fahren. Das war schön, gell, Manni? Ja. Das habt ihr schöne Fahrt gemacht. Auf jeden Fall. Ich war oben in die Natur, auf den Bergen. Ach so. Ein Schlalom, kennst du sowas zu machen? Machen wir jetzt mit den Autos. Peter, weitere Empfehlungen. Nee, mach du noch zwei. Ich überhol dich. Da. Den nächsten machst du. Manni, lauf nicht so schnell! Ey, mach langsam, du kannst gleich nicht mehr! Der Peter, gleich gibt's einen Fettfleck mit der Bild, wenn ich so schnell da heute. Fetter! Ja. Ich überhole dich! Und du läufst langsam, Peter, das kannst du gleich nicht mehr! Ich denke. Mama, ich wäre mir nicht gerade auf Fresse gefallen, wäre ein Fettfleck gewesen. So was sagt man nicht. Meine lieben Brüder, wir wollen ja nicht keinen Überschlag machen oder irgendwas anderes. Nein. Wir wollen ein paar Lohnen mal testen. Das heißt, Heckantrieb gegen Frontantrieb. Ja. Das bedeutet, ich will an, mal wa? Sehen, wie er da rumkommt. Wer am meisten schleudert. Ja, fahr du vor, Manning. Ich fahr vor. Anschnallen. Kickstopp, anschnallen. Gut. Ja, wenn du doch schon mal losfahren, ich komm aber heute her. Fass mal neben. Manni, du machst es gut, der Frontantrieb hat kleinere Drehwände greift. Mercedes übersteuert sich noch schlechter. Ah, eine Ballone kaputt gefahren. Ist das ein Stolz? Ah, Power, gib es da. Lass mal seitlich wandern. Ah. Das muss Power geben. Ah. Thank you.
anhängen, du hast fast Federbruch. Uwe, hier bist du ja ganz frei. Nur hinten hängst du auf der Achse drauf, auf der Karosserie. Ich häng auf die Achse drauf. Wenn du hängst an, du kannst es gut. Ach, du Faulpelz. Ja, wenn ich Auto fahre, dann klappt es später oder gar nicht, oder? Ja, ja, wenn du fährst, hast du was machst du denn jetzt, Melli? Das Teil ist kaputt. Nein! Doch! Wo? Das ist ganz kaputt. Ist da ein Loch drin, oder was? Ja, aber ich knöpfel es. Der hat den Knopf abgeschnitten. Ja, da kommt noch durch. Da war doch kein Dings mehr dran, Uwe. Deshalb froh, ich zieh dich noch raus, da musst du brav sein. Mach noch wieder, wenn der mal am Fest geht, alles kaputt. Ja, wenn du nicht brav bist, zieh ich dich nicht raus. Ach, kleiner Dicker, alle. Ja. Ich wollte meine Braut hingehen. Okay. Ich hab deine. Jetzt macht dich der Frontantrieb bezahlt, weil ich vorderhand kann. Du musst aber langsam kommen lassen und mehr nach rechts rum. Und du schon. Und mach die Räder gerade. Nicht, dass du. Ich muss die Räder rechts rum machen, ich weiß das. Auch gerade mehr. Keine Chance damit. Der setzt sich immer mehr fest. Gleich kriegen wir nicht mehr raus. Einen Sattelschlepper müssen wir holen. Das ist jetzt auf der anderen Seite, setzt er sich rein. Da kriege ich schon geregelt. Du warte mal. Nicht mehr raus. Die gehen nicht mehr raus. Falsch! Denk jetzt auf die andere Seite. Falsch, komm mal her! Bring mir mal eine Stange, da kann ich noch besser raus. Da habe ich wie eine Einfahrrille. Was wird haben? Dass ich hier wie eine Einfahrspur, dann komme ich besser, wenn ich Glück habe, raus. Ne? Ah! Stoppen! Gut! Aushängen! Melli, mein Abhängen! Aushängen! Du kannst jetzt gleich vorfahren! Das ist draußen, meine, es ist drinne! So, jetzt haben wir ja den draußen. Ja, und dadurch hat sich der eingebuddelt. Ach, Manni! Ja, ich muss jetzt hier, sagst du. Manni, du hast ja noch schlimmer Nein, gemacht. Nein, das ist, weil der Uwe nicht rausgekommen Uwe, ist. Uwe! Der weichen Zeug. Der macht volle Arbeit. Manni! Das sieht schlecht aus. Antrieb kommt leichter raus. Du leichter, aber Uwe, sag mal ganz ehrlich, ja. Den richtigen Mann, der was die richtige Anweisung gibt, dann klappt alles. Ja, aber wir müssen es machen. Ja. Ich bin der Kopf. Wir müssen die Arbeit, haben wir gut gemacht. Komm, Jungs. Hey, mein Kopf brauche ich noch zu. Wir müssen alle lecker zumachen. Jungs, wir haben viel Spaß heute gehabt. Ja. Aber ich möchte noch einen Vergleich starten. Ja. Das bedeutet ja, das ist ein Frontantrieb, dein Audi. Minis Audi natürlich. Und dein Mercedes ist Heckantrieb. Wollen wir mal einen Test machen? Die welchen? Ihr fährt weit auseinander. Ja. Du fährst hinten mit Frontantrieb. Auf wie drauf? Nee. Nein, mit Heck an Seite vorbei. Ja. Und du fährst vorne. Ich stelle mir da hinten an, wer zuerst ankommt. Ist klar, der Frontantrieb ist nicht so schnell beim Heckfahren. Ich muss auch jedes Auto. Fahren. Aber wir wollen es mal testen, Manny. Ja. Achtung! Fertig! Und Manni, ja. Du hast jetzt diesmal gewonnen. Nee, der Wagen. Aber der Wagen, wollte ich gerade sagen, ja. Fantastisch gemacht. Der hat ja den Frontantrieb. Und die Traktion auf der Achse, das Gewicht dadurch. Uwe, aber okay, du, hast, trotzdem, du warst, auch du warst sehr gut gewesen für diesen Heckantrieb. Ich gebe dir da die Hand drauf. Ja, ja aber Pöder ging aber gut hin. Astrein, ihr seid brüderlich wirklich wunderbar. Und wir haben unser Spaß auch gehabt. Ihr habt mit euer Spaß gehabt. Nichts gegen sagen. Ihr habt betrieben, was ein Frontantrieb überhaupt bedeutet. Ja. Und was ein Heckantrieb, den Unterschied. Aber Peter, mit dem Spaß kommen unsere Autos jetzt aus. Sie sehen doch klasse aus. Die sehen doch gut aus. Jungs, wenn die Autos nicht so aussehen würden, dann würdet ihr überhaupt nicht getestet haben. Nein, nee. Man nimmt einen Wagen ran, das ist ja keine Spielerei, das soll auch Test sein, gell? Ja, jetzt sieht man das Auto, das hört sich gut an. Ja.